Wie oft im Leben sind es die ganz einfachen, die ganz reduzierten und kleinen Lösungen, die große Wirkung hervorheben können und erzielen? Und genau um eine solche, in Anführungsstrichen, kleine Lösung, eine kluge Lösung mit großen Auswirkungen geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Diesmal aus dem Seminarraum des Therapeutikums von Oleg Lohnes. Du hast ein Patent, ein europäisches Patent erworben und ein hiesiges Patent für eine Entwicklung. Wir kommen gleich auf die Einzelheiten, die es in einer ähnlichen Form schon viele Jahrzehnte gibt und gegeben hat. Was ist das, was an deiner Idee so neu und so revolutionär war, dass es patentwürdig wurde? Was ist das andere? Ja, also was sehr oft Leute so verwechseln mit zum Beispiel mit einfacher Gruppe Surmatten, die zum Beispiel aus einfacher Nadel bestehen. Diese Nadel manchmal optisch aussehen, als wäre dann Viertelpyramiden oder manchmal so wie konusförmig und so. Und dann im Prinzip Yogis machen das schon seit über 10.000 Jahren. Liegen auf spitzen Nadeln und Imitation oder Regeneration und so weiter. Und das gibt es zum Beispiel schon in Russland seit 40, 50, 60 Jahren, schon sehr lange, Applikator Kuznetsova. Diese Applikator zum Beispiel, das ist eine pure Kopie von das, was Yogis schon seit 10.000 Jahren machen. Und mittlerweile solche Produkte in Deutschland nachgemacht wurden und von anderen Produkten, die praktisch andere Namen haben, aber optisch eins zu eins das gleiche ist. Und das ist einfach gleichmäßige Nadel. Im Prinzip gibt es kein System. Also ein Mensch legt dann drauf und Reize im Körper entstehen, Körper reagiert auf diese Reize. Und dann man erhofft, dass man durch Durchblutung und Entspannung bekommt und so weiter. So, ich bin weitergegangen und ich habe gedacht, es muss einfach mehr geben als nur einfach nur Reiz, sondern ich bin selber von Beruf so selber Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und dann habe ich gedacht, warum kann man nicht diese technischen Prinzipien auf die Gesundheit übertragen? Und weil unser Körper reagiert auf unterschiedliche Reize mit unterschiedlichen Reaktionen. Deswegen habe ich gedacht, was wäre wenn man drei verschiedene Reizelemente aufbaut? Zum Beispiel Pyramide, halbe und Viertelpyramide. Und wenn diese Pyramide, halbe und Viertelpyramide noch eine Gruppe zusammenbildet, also zum Beispiel vier Plättchen in einer Gruppe, dann entsteht also echte, kann man sagen, Blutpumpe. Das heißt, Körper praktisch wird gezielt beeinflusst und auf drei verschiedene Reizelemente mit drei verschiedenen Körperreaktionen. Also Naturgesetze so aufgebaut, dass es immer in Natur Druckausgleich stattfindet, von mehr Druck zu weniger Druck. Das ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Wenn wir uns das hier anschauen, das sieht ja erstmal völlig gleich aus, auf den ersten Blick, wenn man, also von den Farben mal abgesehen. Aber wenn man ganz genau schaut, dann sieht man sofort, dass jede Plättchen hat eine Pyramide, halbe und Viertelpyramide. Also das bedeutet, wenn man zum Beispiel vier Plättchen zusammennimmt, dann hat man eine Gruppe hier und in der Mitte schon vier Viertelpyramiden, hier zum Beispiel schon vier halbe Pyramiden und hier vier richtige Pyramiden. Also diese Gruppe allein, das ist eine Reizgruppe, kann man sagen, Blutpumpe zum Beispiel hat eine besondere Wirkung. Das heißt, wie gesagt, Körper reagiert auf drei verschiedene Reize mit Druckausgleich und Blutkreislauf ist ein geschlossenes System. Und deswegen, wenn sobald an einer bestimmten Stelle Blutdruck, also Kreislauf angeregt ist, der Körper mit Gesamtkörper reagiert. Das heißt, an dieser Stelle kommt mehr Blut rein, zum Beispiel dort, wo Viertelpyramiden sind. Und Blut muss irgendwo sich verteilen, weil durch dieses Kreislauf geschlossenes System Blut verteilt sich wohin, wo weniger Druck ist, das heißt dort, wo halbe Pyramiden. So, und dann kommt einfach, als Beispiel, wenn man jetzt schaut, dieser Bereich halbe Pyramiden, dann kommt Blut von zwei Richtungen, von Ecken, von den Seiten. Das heißt dort, wo Viertelpyramiden trifft sich, wo? Dort, wo halbe Pyramiden sind. Und Blut muss weiter verteilt werden, Blut wird immer nach Schub geben und verteilt sich immer zur Hautoberfläche, dort, wo noch weniger Druck ist, zum Beispiel Pyramiden. Und dort, wo Pyramiden sind, sammelt sich Blut aus alle vier Richtungen. Und kann nicht stehen bleiben, weil der Körper schiebt immer nach, weil Reiz ist immer da. Und verteilt sich wieder dort, wo weniger Druck ist. Das heißt, wieder zu Ecken. Und so entsteht Kreislauf. Und deswegen, Revitalia hat nicht nur eine solche Reizgruppe, sondern 95 solche Reizgruppen.
Also das heißt, im Prinzip kann man sagen, jeder Vierer ist eine Kuppe. Und diese Anordnung mit Viertelpyramide, Halbpyramide und ganzer Pyramide ist das, was dann auch die Innovation war? Genau, das heißt, an dieser Stelle, als ich dann zum Beispiel zum Patent angemeldet habe, dann habe ich, musste praktisch gegen drei Medizinprofessoren argumentieren. Und erste Antwort natürlich kam sofort, das ist alles Quatsch, Humbug, gibt sowas nicht. Das, wenn zum Beispiel wirklich so stimmen sollte, was ich so sage, dann muss man medizinische Lehrbücher neu umschreiben. So, und dann herrliches Argument. Ja, und dann deswegen habe ich gedacht, kein Problem. Dann habe ich einen Arzt geholt und sagen, wie heißt das so auf Lateinisch, wie heißt das so und so und so. Und haben wir das Ganze richtig wissenschaftlich noch mal ganz genau mit richtiger Fachchinesisch. Ja, Fachchinesisch kann man sagen. Genau. Ja, diese Prozesse haben praktisch Fachchinesisch übersetzt, geschrieben. Was passiert? Kam Patentanerkennung. Das heißt, also müssen jetzt Lehrbücher neu umschreiben. Ja, müssten. Ja. Müssten. Du hast zunächst, wenn ich das richtig sehe, ein deutsches Patent. Genau. Und hast dir dann ein europäisches. Genau. Und um das zu bekommen, musstest du das deutsche wieder. Genau, also so, ich habe ein deutsches Patent bekommen, aber dann, es ging darum, wenn ein europäisches Patent angemeldet wird, dann muss man dann entscheiden, was deutsches Patent beinhaltet. Und so. Da habe ich gesagt, natürlich, selbstverständlich, weil Europa, also Deutschland gehört dazu. Und, aber dann habe ich erfahren, dass es in Deutschland so ein Gesetz gibt, darf man nicht zwei Patente haben. Also das heißt, im Prinzip bedeutet auch zwei Kosten wiederum Rechnungen. Ja, das heißt, ich muss Doppelte bezahlen und nach deutschem Gesetz muss ich ein Patent, zum Beispiel deutsche Patent, zurückgeben, aber europäische beinhaltet deutsche Patent. Also praktisch deswegen kein Problem. Also ich habe dann europäische. Ja, weil es... Für viele Menschen wird natürlich falsch verstanden. Ja, also die haben irgendwo gesehen, dass ich deutsche Patent zurückgegeben habe. Also er hat keine Patent. Aber in Wirklichkeit ist ein Patent europäischer Patent, der deutsche beinhaltet. Alles klar, alles klar. Das, du hast das angesprochen und man sieht das, was das Thema Durchblutung betrifft. Wie muss man sich die Bedeutung des Themas Durchblutung, ist ja so was Zentrales für den gesamten Organismus. Ja, also ich denke so, dass ohne Durchblutung gibt kein Leben. Also es gibt keine Regeneration, gibt keine Heilung, gibt keine Versorgung mit Nährstoffen oder Entsorgung von Stoffwechselabbauprodukten. Das heißt, Durchblutung spielt entscheidende Rolle überhaupt. Ja. Deswegen habe ich mich auf Durchblutung konzentriert. Ja. Also vom Bild her ist das falsch, wenn man sagt, das wäre wie ein Versorgungs-LKW mit Nahrungsmitteln, der auf der Autobahn steht, aber die Autobahn ist komplett zu. Genau. Dann hast du zwar wundervolle Nährstoffe und... Ja, und stehen Autobahnen bereit, aber Mensch aber verhungert. Es kommt nicht an. Mensch verhungert, wird krank. Und das kommt noch dazu, es gibt ein wissenschaftliches Experiment. Ich habe jetzt den Namen von einem Wissenschaftler nicht parat, aber das ist bekannt. Das hat er mit Hühnerzellen experimentiert. Und hat dann Hühnerzellen genommen. Diese Hühnerzellen hat er mit verschiedenen Nährstoffen, zum Beispiel Vitaminen und alles mögliche Mineralien dazugefügt. Aber Hühnerzellen haben vielleicht einen Tag überlebt und so. Und dann gestorben. Und dann hat er gesagt, okay, was wäre, wenn man jetzt diese Hühnerzellen mit Versorgung, richtig Durchfluss so organisiert und dann frisch alles und so. Und Versorgung, Entsorgung muss einfach stimmen und so, hat das gemacht. Und nach 30 Jahren muss dieses Experiment abbrechen, weil Hühnerzellen, weil Pudelwohl, die leben und alles perfekt, gesund und passiert denn nichts. Also diese ständige Versorgung, ständige Durchblutung, hat diese Zellen vollständig regeneriert und war überhaupt perfekt. Also es wird einfach damit deutlich, dass, oder verständlich, dass die Durchblutung quasi als das Zufließen all der anderen Dinge, die dem Organismus zugefügt werden, das Essentielle ist, damit überhaupt irgendwelche Nährstoffe, Mineralien, was immer man braucht, überhaupt ankommen können. Man muss dazu sagen, wenn zum Beispiel Menschen Sport betreiben, die wollen auch Durchblutung erreichen. Aber Problem ist bei Sport, gibt es einen Spruch, sogar Sport ist Mord. Das heißt, die Frage, in welcher Dosis wird angetrieben, in welcher Menge und so, Menge macht Gift, Das heißt, und Mensch dann Sport betreibt, aber selber vielleicht geschwächt. Sport produziert was? Aktiviert der Stoffwechsel. Das heißt, Stoffwechselabbauprodukte, also Gifte werden im Körper gebildet, die müssen auch abtransportiert werden, für den Körper sehr anstrengend. Und deswegen viele Menschen Sport betreiben, werden trotzdem krank, kaputt, trotzdem kriegen ihre Herzinfarkte und andere Probleme. Das heißt, deswegen Sport allein nicht so unbedingt das Richtige, muss das eine richtige Kombination da sein. Aber wenn man jetzt schaut, andere Beispiel, sagen wir so, jetzt ganz jetzt übertrieben gesagt, so spaßhalber,
wenn man jetzt Verstorbene zum Beispiel ausgraben würde und gibt den richtigen Vitaminen und Ernährung, was passiert? Funktioniert nicht, ohne Durchblutung funktioniert nicht. Ja. Also wie sollte überhaupt irgendwelche Medikamente oder Ernährung, richtige Stoffe an richtige Stelle kommen, wenn keine Durchblutung da ist? Ja. Ja. Also wird deutlich. Jetzt haben wir hier gesehen die unterschiedlichen Formen der Pyramiden, die unterschiedliche, wie du sagst, unterschiedliche Reize. Dadurch kommt so diese Vitalitätspumpe, die Durchblutungspumpe. Die Farben selber, ist das etwas, was auch noch eine Bedeutung hat, oder ist das, hat das damit jetzt mit der Bedeutung und der Wirkung nichts zu tun? Also ich habe sehr lange geforscht in diese Richtung und ich muss sagen, seit 1991 habe ich Revitalia, aber seit 1993 habe ich dann verschiedene Farbmuster nochmal, bis ungefähr 50 verschiedene Farbmuster noch. Und dann habe ich dann 300 Menschen gezeigt. Und interessant ist, da war so, fast alle, kann man sagen, diese Farbmuster gewählt. Ja? Unabhängig voneinander. Alle haben gesagt, diese Farbmuster will ich haben. So, und ich habe das nicht dran zufällig, diese Farbmuster. Also das hat eine bestimmte Bedeutung, bestimmte Wirkung. Nur genau das erzähle ich nicht, weil es schwer ist, also unmöglich zu patentieren, sage ich mal so. Ja. Deswegen das Betriebsgeheimnis. Aber interessanterweise, wenn wir zum Beispiel internationale Messen, Ausstellungen, und kommen Menschen wirklich aus ganzer Welt und die gehen einfach so vorbei, und dann einfach schauen da und dann sehen den Revitalia zum Beispiel und dann wieder zurück zum Revitalia und da ist die Frage, warum diese Farbmuster? Ja, also schon allein deswegen schon wirkt. Ja, okay, okay. Also. Aber es ist getestet einfach so, wie die Resonanz bei den... Genau, sobald Mensch drauflegt, dann Farben spielt keine Rolle mehr. Ja. Also das heißt, dann gibt es andere 5 Wirkungsmechanismen, die dann dahinter stehen. Ja. Genau, das wäre jetzt eigentlich das Nächste. Einerseits, wie das angewendet wird und was es letztendlich tut. Also vielleicht fangen wir mit der Anwendung an. Wie kann ich das am Körper, stelle ich mich da drauf, lege ich mich da drauf, wie gehe ich damit um? Anwendung ist so einfach. Das heißt, muss man tatsächlich drauflegen und nichts machen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel... Egal welcher Körperteil den Körper anlegt, natürlich nicht den Gesicht zum Beispiel oder der Genitalbereich oder der Brust vielleicht, also besonders empfindliche Stellen oder offene Wunde natürlich nicht. Also im Prinzip muss man mit gesundem Verstand das anwenden. Ja? Also, das bedeutet, wenn man an Weichteile, zum Beispiel für Muskulatur ist, also anlegt, egal an welcher Stelle, beginnt Körper sofort sehr stark intensiv durchbluten. Das heißt, warum? Weil Blutkreislaufsystem ist ein geschlossenes System. Das heißt, das Prinzip ähnliches, wenn man zum Beispiel großen Raum eine Kerze zünden würde. Kleine Kerze verursacht Druckunterschied und Luft im Raum beginnt sich zu bewegen. Also, und diese Luftbewegung wird komplett, also ganze Luft im Raum wird ausgetauscht. Das bedeutet, also nicht ausgetauscht, sondern in Bewegungssitz. Ja. So, das heißt, also sagen wir deswegen ausgetauscht, weil er durch Feuer fliegt, kann so sein, dass Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sogar Bakterien getötet werden oder sowas ähnliches. Ja. Aber im Prinzip, dank dieser... Das ist was Geniales bei dieser Geschichte, bei Revitalia, dass er so klein, er muss so sein, also darf nicht größer sein. Warum? Das ist das Gleiche, wenn ein Raum zum Beispiel anstatt kleine Kerze große Fackel aufstellen, dann wird der ganze Sauerstoff verbrennen. So vergleichbar auch hier, Revitalia muss diese Größe haben, damit dieser Druckunterschied im Körper da ist, damit Blutkreislauf gezwungen zu reagieren. Und deswegen, dadurch wird diese gesteigerte Durchblutung erreicht. Also wir haben sogar getestet, also wenn zum Beispiel 2 Revitalia nehmen, das ging so, sogar wird komfortabler, aber 3 funktioniert nicht mehr. Also das heißt... Ja. Also insofern ist die Größe auch nicht zufällig, sondern sie hat eine Bedeutung. Ganz du sagst, man kann sich beispielsweise im Schulterbereich da drauf legen. Ja. Solltest du... das direkt auf die Haut oder ist ein T-Shirt direkt, oder so? Direkt auf der Haut, sehr wichtig. Warum? Weil Revitalia hat 5 Wirkungsprinzipien. Und natürlich ist eine zum Beispiel patentierte Wirkung, das heißt, mit dieser Blutpumpe, so im Prinzip ganz ein Blutverdrängungsmechanismus, so nenne ich das. Aber es gibt noch andere, Akupressurwirkung oder Energetisierung durch Pyramiden zum Beispiel oder sogenannte Hebelwirkung, wenn zum Beispiel Problem rechts, muss man links anwenden. Und deswegen, wenn man auf nackter Haut liegt, dann natürlich Wirkung Maximum. Warum? Weil durch diese Blutverdrängung geht Pyramide, halb und Viertel Pyramide gehen in den Körper rein und verdrängen Blut. Und Körper reagiert schon deswegen und bildet sich sogenannte saure Valenz an dieser Stelle. Das bedeutet, Körper reagiert auf die saure Valenz und schickt Blut extra dafür. Mensch liegt auf Revitalia und spürt schon sehr starke Wärme, starke Durchblutung. Aber echte Wirkung hat noch nicht begonnen.
Also echte Wirkung beginnt dann, wenn ein Mensch aus der Revitalia aussteigt. Vom Revitalia aussteigt und beginnt. Und dann geht's los. Wenn man 15 Minuten drauf liegt und dann steigt man aus, 3-4 Stunden oder sogar noch länger, nachträglich sensitive Durchblutung im Körper. Und das natürlich mit normaler Massage sowas sehr schwer zu erreichen. Ja. Sogar wenn jemand warmes Bad machen würde, funktioniert so nicht so intensiv, überhaupt nicht. Warum? Weil Körper hat eigene Thermoregulation. Also wenn man warmes Bad machen würde, Körper reagiert auf diese Wärme mit steigerter Durchblutung, aber irgendwann durch diese Hitze muss er wieder entgegenwirken und dann zum Beispiel kühlt sich wieder ab, so durch Schwitzen und so weiter. Du hast jetzt gesagt, Viertelstunde, das ist so die normale Zeit. Ja. Aber wenn zum Beispiel eine halbe Stunde wäre, perfekt. Ja. Ja, aber sonst 15 Minuten. Wir haben einen Test gemacht, Uniklinik Frankfurt, mit komplett austherapierten Menschen, besonders Bereich von totaler Erschöpfung, Asthma, wo nichts mehr ging. Menschen sind verkrampft, verspannt, Schmerzen, wurde in Uniklinik Frankfurt getestet. Und was passiert? Mit 10 Minuten haben sie getestet. Also 10 Minuten Anwendung und trotzdem war eine gewaltige positive Wirkung. Wir haben da schriftliche Bestätigung bekommen. Alles komplett, diese Auswertungen detailliert. Man sieht sofort, unabhängig davon, ob jemand glaubt oder nicht, hat sehr gut funktioniert. Ja. Und dann gab es zum Beispiel noch neugierige Ärzte. Einer davon, Dr. Michael Müller aus Frankfurt. Und der war zum Beispiel so, also ich darf darüber reden. Ich habe mit ihm davon gefragt, ob ich sagen darf. Er war erstmal selber sehr betroffen, weil seine Kniegelenke Probleme waren, so stark Schmerzen, er konnte sich nicht bewegen. Und seine Frau hat erfolgreich Revitalia angewandt, aber hat nicht daran geglaubt, weil er sagte, er ist Schulmediziner und sowas Hokuspokus glaubt er nicht. Ja. Aber der Zustand war so kritisch, dass nichts mehr anders ging. Und dann seine Frau sagte, du hast nichts zu verlieren, probier es. Da hat er probiert tatsächlich. Wirkung war so gut, also sofort deutlich besser, Schmerzen deutlich weniger gegangen und so weiter. Und war so wirklich super. Und dann hat er gesagt, na ja, gut, ich bin so gebildet und vielleicht habe ich mir angebildet, vielleicht irgendwas in diese Richtung. Und dann hat er gesagt, aber ich werde testen mit komplett austherapierten, also Patienten. Es waren praktisch 60 Personen als eigene Praxis, hat eingeladen, komplett austherapiert, also keine Hoffnung mehr und hat Revital gegeben. Also ich habe damals mit denen so eine Wette gemacht, also wenn 70% zufrieden sind von all diesen Menschen. Und was hatten die für Krankheiten? Alles Mögliche, es war schulmedizinisch nicht mehr. Die waren am Ende schulmedizinisch abgeschrieben. Ja. Und dann hat er gesagt, letzte Hoffnung, probieren Sie einfach. Und dann hat er sie kontrolliert, alles aufgenommen, vorher, nachher, alles komplett dokumentiert. Und was passiert? Über 70% Menschen, die da mitgemacht haben, waren alle sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja. Das ist wirklich deutliche Verbesserung. Das, was du jetzt von ihm geschildert hast mit den Kniegelenken, muss ich das dann so vorstellen, dass du da quasi drauf kniest oder legst du dich ins Bett? Normalerweise muss man so vorstellen, Blutkreislaufsystem ist ein geschlossenes System. Ja. Das heißt, egal wo man Revitalia drauflegt, im Körper, Blutkreislaufsystem überall wird funktionieren. Alle Gelenke werden durchgespült, alles wird versorgt. Deswegen mit Knie oder überhaupt braucht man nicht draufzulegen. Ja. Aber es gibt andere Beispiele. Sendung MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, in Sendung Einfach Genial, hat berichtet, diese Sendung haben wir sogar aufgenommen, kann man recherchieren, Einfach Genial Sendung und dann Revital angeben. Da war eine von sich aus, MDR hat von sich aus berichtet, ohne uns, ohne Herrn Flüss, ein Herr Tenia aus Radeberg, 67 Jahre alter Mann, also Mann zum Beispiel, hat an der Baustelle lang gearbeitet, natürlich alles kaputt und war Hüfte komplett kaputt, konnte nichts mehr, also schulmedizinisch gesehen, Hüfte war wirklich alles kaputt und muss dringend künstliche Hüftgelenk, weil konnte nicht gehen, nichts mehr machen. Was hat er gemacht? Auf den Revitalia drauf geschlafen, 3 Monate lang. Anschließend Untersuchungen gemacht, Hüfte hat sich vollständig regeneriert. Und MDR hat darüber berichtet. Ja. Das Thema Einschlafen wäre jetzt etwas, du hast vorhin gesagt, Viertelstunde ist in Ordnung, halbe Stunde ist optimal. Wenn ich jetzt im Bett liege und das im Schulterbereich habe oder im Lendenwirbelbereich aufliegen und schlafe dabei ein, gibt es da sowas wie eine Überdosierung? Überhaupt nicht. Wir haben das natürlich jahrelang getestet. Ich muss dazu sagen, seit 1993 habe ich Prototypen gebaut, so richtige Prototypen. Und mit 300 Personen, also fast bis 500 Personen eigentlich, aber 300 war so ein Kern, bis 99, also von 93 bis 99 haben wir Tests gemacht. Also überhaupt keine Nebenwirkungen, überhaupt keine
also irgendwelche Nebenprobleme oder so. Das heißt, Revitaler hat höchste Sicherheitsstandard, die es gibt, ja, und für Verbraucherschutz in Deutschland. Also zum Beispiel nach medizinisch-technischen Richtliniengesetz Stufe 4. Ja. Das ist einfach unbedenklich überhaupt. Also, das wird von Behörden kontrolliert, natürlich, ja, von Ministerien kontrolliert und so. Das ist alles offiziell bestätigt. Die Frage nochmal, ja, ich bin müde, mhm, schlafe auf den, ja, Revitaler ein und habe es dann nicht eine halbe Stunde, sondern meinetwegen 5 Stunden. Ja, Durchblutung arbeitet, das wird Entlastung für Herz-Kreislauf-System. Ja. Also das heißt, weil Durchblutung, wie gesagt, allein deswegen Druckunterschiede, Körper, ja, reagiert, plus diese biochemischen Prozesse, weil durch diese sauren Valenzen Körper gezwungen, das sauber zu machen, und Herz-Kreislauf erholt sich dadurch. Ja. Ja. Mhm. So wie das jetzt hier ausschaut, brauchst du weder einen Motor noch einen Strom noch irgendetwas. Das ist das, was genial ist bei der, ja, Sache. Das ist also kein Elektro. Ohne bewegliche Teile, ja, ja, obwohl trotzdem wirkt wie eine Pumpe. Ja, das, ja, ist, warum? Wie gesagt, weil Druckunterschiede. Und Körper ist ein lebendiger Organismus, das heißt, reagiert auf diese Druckunterschiede mit eigener Reaktion. Deswegen Körper setzt es in Gang. Aber ich schaffe Bedingungen dafür, damit die Durchblutung funktioniert. Ja. Dafür habe ich diese Patent bekommen. Eine Abnutzung im Sinne von einer Wartungsnotwendigkeit gibt es auch nicht. Wir haben natürlich sehr lange Materialforschung betrieben, ja, also jahrelang. Und ganz Europa, also sogar bis zum England, überall. Und haben natürlich Materialien genommen, die höchste Qualitätsstandard entsprechen. Das heißt, Lebensmittelstandard und höchste Stabilität, die es gibt. Bruchsicher zum Beispiel, was noch dazu kommt, kann man sagen, lebenslange Garantie kann man dafür geben. Also Kunststoffmaterial, spezielles Material, das ist Naturevoprene, in Raumfahrttechnik angesetzt wird, in Transportationsmedizin wird eingesetzt. Also Gesundheit nicht nur unbedenklich, sondern höchste Reinheitsgrad. Ja, höchste, ja, höchste Reinheitsgrad, das heißt sauberer, sogar als Babyschnüller, muss man dazu sagen. Ja. Und sogar Farben, die verwendet wurden, alle mit Lebensmittelfarben komplett. Ja. Und Kunststoff, Lebensmittelkunststoff. Ja. Also das heißt, sogar egal wer das ist, sogar Allergiker, spielt keine Rolle. Also niemand wird dann Probleme dadurch bekommen. Du hast am Anfang so ganz nebenbei, ja, aber das einfach nochmal zum Verständnis, ja, gesagt, es gibt so etwas bei der Anwendung, bei der man darauf achten muss, wie eine Hebelwirkung. Also dass, mhm, ich, genau, dass ich in dem Moment, wo ich auf, mhm, der, weiß ich was, im linken Knie oder, ja, linken Hüfte, linken Schulterbereich ein Problem habe, muss ich auf die andere Seite gehen? Ja, das heißt zum Beispiel, sieht man sowas bei Massage. Also, ja, wenn jemand Massage anwendet oder Kompressur, bekannt zum Beispiel, wenn jemand starke Probleme auf der rechten Seite hat, dann macht man Massage auf die linke Seite. Warum? Um Körper anzuregen, um aufmerksam zu machen. Und was macht dann Körper? Verteilt diesen Energiestau auf andere Seite. Und dadurch werden Selbstheilungsprozesse in Gang gesetzt. Weil Körper, Geist und Seele ist nur dann gesund, wenn er in der Lage ist, Energie zu viel, zu wenig auszugleichen. Und deswegen diese Hebelwirkung, das ist besonders interessant für hochempfindliche Menschen, die zum Beispiel so starke Probleme, Schmerzen haben, können nicht drauflegen und sagen, oh, so ein Spitz. Dann machen wir eine Stelle dort, wo nicht so spitz ist, also wo angenehm ist. Und durch diese Hebelwirkung, Blutkreislaufsystem, trotzdem wird in Gang gesetzt. Trotzdem funktioniert. Also der Körper weiß dann schon, wo er aktiv ist. Genau, damit dann macht diese Hebelwirkung, genug, deswegen, ja, diese Hebelwirkung unterstützt Selbstheilungsprozesse im Körper. Ja, ja. Weil Körper muss in der Lage sein, dort wo Stau ist, diese Stau, Energiestau zu verteilen. Ja. Dann ist Selbstheilung funktioniert optimal. Ja. Zum Beispiel über den Schmerzen stehen bei Stau. Ja, zu viel Energie, Schmerz. Zu wenig Energie, Gegenteil von Schmerz, Taubheit. Das ist auch etwas, was ich, mich überrascht hat, dass ich mit dem identischen Medizingerät gegensätzliche Sachen, also beispielsweise Bluthochdruck und zu niedrigen Blutdruck behandeln kann. Es geht dasselbe, ja, Gerät, ist derselbe Mechanismus. Genau. Ich muss nur, ja, ein bisschen die Location verschieben, ja, und plötzlich habe ich entweder eine Richtung in die oder eine Richtung in die Richtung. Ja, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, weil Körper heilt nur dann oder nur dann in der Lage, sich selber zu heilen, wenn er in der Lage ist, Energie zu viel oder zu wenig zu verteilen. Das, was Revitaler macht, großflächige Durchblutung im Gesamtkörper. Großflächige Durchblutung bedeutet immer Verteilung. Dort, wo zu viel oder zu wenig, wird alles ausgeglichen. Hat jemand hohen Blutdruck, wird normal, wenn niedriger Blutdruck, wird wieder normal. Weil versorgen wird besser und dort, wo zu viel, wird abtransportiert, wo zu wenig, wird versorgt.
Weil es geht um gleichmäßige, großflächige, tiefgreifende Durchblutung im Gesamtkörper. Und die Rückkehr in die medizinische Norm. Genau. Auf die Art und Weise. Also genau, schon ist es sofort nachweisbar. Ja. Und wir haben sehr, sehr viele Danksagungen mit Blutdruckleute da. Das ist super interessant. Ja. Also natürlich ist jetzt Revitaler nicht gesunde Ernährung, Bewegung und so, Schlaf und so weiter. Das ist einfach nur Hilfsmittel. Ja. Wenn man die Anwendung vornimmt, ihr habt das mit einer Wärmebildkamera mal aufgezeichnet, dann kann man sehr schnell sehen, was da passiert, wenn ich... Genau, also wir haben zum Beispiel eine Firma eingeladen, die mit Wärmebildkamera also arbeiten, das heißt, sie machen eigentlich Gebäude, überprüfen und so Wärmeverluste. Und da haben mir so Idee eingefallen, warum kann man nicht Menschen so auf diese Art Maße überprüfen mit Wärmebildkamera. Und tatsächlich wird Revitaler aufgestellt und haben geschaut, wie schnell innerhalb von 10, 15 Minuten sehr starke Durchblutung im Gesamtkörper also aktiviert wurde. Und was interessant passiert bei diesen Aufnahmen, was eigentlich bestätigt hat, was ich schon immer gesagt habe, sobald man mit Füßen draufstellt, als Beispiel, im Stehen oder im Sitzen, spielt keine Rolle, dann als Erster reagiert immer Kopf. Kopf wird erstmal sehr stark durchblutet. Und dann geht von Kopf zum Schulter nach unten zum Füße. Warum? Auch wenn du mit den Füßen draufstehst? Genau, oder mit Händen oder so. Es spielt keine Rolle. Warum? Dann, weil zentral Nervensystem wird erstmal aufmerksam gemacht. Aha, an dieser Stelle gibt irgendwas. Also Revitaler dank seiner Nadeln, Pyramiden halten Viertelpyramiden, erzeugt so eine künstliche Stress für den Körper, also angenehmen Stress. Und deswegen zentrales Nervensystem, aufmerksam wird man, ah, das muss ich dringend reparieren, ausgleichen. Und so. Okay. Deswegen allein das schon, also Selbstheilungsprozesse in Gang setzt. Und für die Psyche zum Beispiel, Menschen bekommen dann starke, flexible Psyche dadurch, weil das Nervensystem so trainiert wird. Wenn in dem Moment, wo du da drauf stehst oder wenn es dir am Anfang ein bisschen zu pieksig ist, kannst du dich ja auch im Sitzen und die Füße draufhalten, das ist auch in Ordnung, dass dann nicht die Füße und die, die Haxen erstmal durchblutet werden, sondern dass es mit dem Kopf anfängt. Genau, genau, sofort, immer. Egal, welche Position haben wir im Körper angenommen, wenn wir Bildkameraaufnahmen haben gezeigt, Kopf als Erster reagiert und sofort macht dann alles komplett, repariert alles. Und und das ist das, was wirklich interessant und besonders und so. Und unabhängig davon, ob Mensch glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Ja. Wenn man sich jetzt, du hast ein paar Sachen jetzt schon angesprochen, das Spektrum anschaut, der Indikationen, die ich hier anwenden oder die ich, wenn sie vorliegen, dann als Medizingerät anwenden kann und den Revitaler anwenden kann, dann ist das ja ein sehr breites Spektrum. Also es ist genau, weil im Prinzip, ich habe nur mit Durchblutung beschäftigt und so. Ja. Das heißt, im Prinzip habe ich dann festgestellt, alles hängt mit Durchblutung zusammen. Wenn Durchblutung nicht da ist, dann beginnen eine Menge Probleme und Rattenschwanz von anderen Problemen dazukommen. Das heißt, deswegen, das ist entscheidend, überhaupt Durchblutung. Das, natürlich muss man dazu sagen, in Deutschland das ist immer so, das ist so, ich sag mal, fast so, jeder Arzt schon Fachidiot, ja, so grundsätzlich nur auf einem engsten Gebiet und der Rest drumherum wird ausgeblendet und so. Und deswegen, also im Prinzip muss man sagen, hier muss man ganzheitlich denken und muss man einfach systematisch, systembedingt denken, sag ich mal. Und wichtig ist nicht, dass man Revitaler so muss man mit ganzem Gewicht drücken, damit Wirkung noch stärker wird, sondern ganz leichter Druck muss sein, mehr nicht. Damit auch Psyche anders reagiert auf das Ganze. Deswegen, alle wollen unbedingt stehen auf Revitaler und ich sage auf keinen Fall, weil Wirkung so stark, dass man dann, so Psyche reagiert natürlich auch. Und ganz leichter Druck reicht schon aus, fertig. Ja. Sogar wenn jemand tatsächlich, sagen wir, Schuhe trägt, ja, obwohl ich sage, ich werde das natürlich auf keinen Fall empfehlen, aber wir haben festgestellt, trotzdem Kreislauf reagiert. Also das heißt, durch diese sogenannte, nicht nur Blutpumpe, sondern Energiepumpe-Wirkung. Das heißt, also deswegen so interessant. Wir haben sogar getestet, wir haben Blumen genommen, Blumen komplett kaputt. Also kann man draufstellen, was passiert, diese Energiewirkung. Auch da sogar zeigt sich, dass Blumen plötzlich regenerieren sich. Obwohl jeder Gärtner, arbeite mit einem Gärtner zusammen, der schon seit 10 Jahren so einen Test macht mit seinen kaputten Blumen. Und wirklich Blumen nichts mehr zu retten. Dieser Gärtner sagt, diese Blumen wirklich nichts mehr zu retten. Steht dann mit Topf drauf. Mit dem Topf? Mit Topf, direkt mit Topf. Und was passiert? Blumen gehen auf.
Also wenn jemand Interesse hat, kann ich Name, Adresse, Telefonnummer geben, kann man mit dieser gerne persönlich sprechen. Seit 10 Jahren macht das. Und Oleg, wie würdest du das jetzt begründen? Ja. Denn die Blume kommt ja mit den Pyramidalen. Energiepumpe. Also Blutpumpe ist Energiepumpe. Das bedeutet, Pyramide, halbe und viertel Pyramiden. Aber in Natur so, in einer Fläche hat weniger Spannung als eine Spitze. Und wir haben drei verschiedene Spitzarten, also Pyramide, halbe und viertel. Da haben wir drei verschiedene Spannungen. Und an jeder Spannung, so elektrostatisch gesehen, baut sich eine Ladung irgendwas. Ja? Und was macht Natur? Versucht, diese Ladung auszugleichen. Deswegen Natur versucht, diese Energie auszugleichen. Entsteht auch gleicher Strudel wie bei Körper-Blutkreislauf-System. Genau das Gleiche. Und das wirkt bei einer Pflanze so wie eine Energiepumpe. Durch den Topf. Genau. Ja. Geht durch und durch, Strudel. Deswegen sogar Lebensmittel kann man testen. Also wenn man Lebensmittel auf Revital erstellen würde und das Gleiche nochmal nebenbei, andere geht schneller kaputt, andere bei Revital viel, viel länger hält. Ja. Oder Wasser sogar. Ganz andere Wirkung sofort. Wasser regeneriert sich, steht länger. Also das haben wir schon so lange getestet. Wirklich erstaunlich, was da noch passiert. Also was dann natürlich wenn einem sofort einfällt, wenn du sagst, das geht jetzt mit Lebensmitteln, das geht mit Pflanzen. Wie ist es mit Tieren? Wir haben eine Menge Fotos und Videos sogar von Menschen, die uns schicken, wirklich aus ganz Europa. Und Tiere von alleine drauflegen. Von alleine auf Revitaler legen und liegen Katzen, Hunde, spielt keine Rolle. Also es gibt genug wirklich Beispiele, wo Tiere sogar schon so schwach waren, dass sie müssen tragen, zum Beispiel ein Hund zum Beispiel muss man zum Gassi tragen schon, weil die konnte nichts mehr. War natürlich alt, muss man sagen, und Herz-Kreislauf-Probleme und was nicht. Knochen wahrscheinlich. Alles komplett und sogar Körperflüssigkeit rausfließt. So, was hat er gemacht? Von sich aus draufgelegt, also er hat ungefähr 20 Minuten gelegen und dann 3 Stunden Gassi gerannt, als wäre junger Hund. Also solche Beispiele gibt es tatsächlich. Also das ist Beispiel von einer Frau aus Bad Kreuznach, so Gegend. Ich will noch mal zurück, und man hat das ja schon angesprochen, die unterschiedlichen Indikationen, wie schnell, wobei ich mir darüber im Klaren bin, wenn du sagst, wir haben uns hier auf das Thema Durchblutung, Anregung, Förderung der Durchblutung, ohne die im Organismus nichts geht, konzentriert. Und du kannst jetzt nicht hier, was beim Thema Rheuma, Thema Asthma oder wie auch immer eine Heilaussage machen. Ja. Dann hat man ja sofort die Konkurrenz an den Hacken. Ja. Das ist alles klar in diesem Land. Auch wenn du die tollsten Erfahrungsberichte hast, dann muss man die anderen auch lesen, aber du darfst dann nicht darauf hinweisen. Bei den Indikationen gibt es dann im Prinzip ja, oder bei den Möglichkeiten der Krankheitsbehandlung auch keine Grenzen, weil Durchblutung ja letztendlich alles ist. Genau, also du musst mal mit Arzt sprechen und jeder Arzt wird sofort bestätigen, ohne Durchblutung, also funktioniert gar nicht. Sobald Durchblutung da ist, beginnt Selbstheilung also funktionieren. Und deswegen, das ist das Entscheidende überhaupt. Also was normal so viele Menschen irgendwie vergessen oder also wenn jemand zum Beispiel Schmerztablette nimmt, dann denkt, der Schmerz durch Tablette wird dann vertrieben. Am Wirklichkeit wird Körper taub gemacht. Also Durchblutung dadurch wird nicht besser. Also sobald Mensch Schmerz hat und diese Stelle zum Beispiel gut durchblutet, Schmerz verschwindet. Als Beispiel. Aber wie gesagt, aber komischerweise, Menschen nehmen Schmerztabletten, anstatt zum Beispiel Durchblutung zu verbessern. Also deswegen. Unsere Medizin ist sehr stark darauf ausgerichtet, weil sie eben eine pharmaindustrie-dominierte und domestizierte, im wahrsten Sinne des Wortes, Medizin ist, Symptome zu unterdrücken und Medikamente zu verkaufen und nicht zu heilen. Das hat mit einer wirklichen Heilung letztendlich nichts zu tun. Es ist aber nachvollziehbar, in dem Moment, Thema Schmerz, wo ich das habe, in dem Moment, wo ich Halswirbelverspannung habe oder was auch immer, all die Dinge bekomme ich durch Medikamente nicht gelöst. Ich bekomme sie gelindert, ich kann es vergessen und morgen ist es wieder da. Und wegen Risiko und Nebenwirkung muss man Arzt oder Apotheker fragen. Und das ist was Gutes, zum Beispiel bei Revitaler, hier für Körper gibt keine Belastung. Das heißt, Wirkung so sanft angesetzt, dass es die Durchblutung ganz sanft in Gang gesetzt und so. Das heißt, es gibt keine Überforderung, gibt keine Nebeneffekte oder so. Deswegen auch dieser höchste Sicherheitsstandard nach medizinisch-technischen Richtlinien gesetzt zum Beispiel.
Und also deswegen Gesundheit unbedenklich noch dazu. Also das heißt, Kinder können sogar problemlos einfach anwählen. Also, ja. Ja, das hatten wir ja besprochen, weder im Bereich der Nebenwirkungen noch im Bereich einer Überdosierung. Wenn du aus Versehen mal auf dem einschläfst, dann wirkt der eben auch die ganze Nacht oder den Nachmittagsschlaf oder Mittagsschlaf, wie auch immer, ohne dass das zu gesundheitlichen Problemen führt. Viele Menschen tatsächlich, wenn sie jetzt sehr starken Druck haben oder können überhaupt nicht einschlafen, sehr unruhig. Mensch legt einfach in den Bereich oder Steißbeinbereich, Leute einschlafen, den ganzen Tag schlafen. Irgendwann, wenn die dann aufwachen, irgendwann einfach so rausholen und dann weiter schlafen. Also das war kein Problem. Ja. Muss man, wenn ich bestimmte Indikationen habe, wissen, wo ich den hinlege? Oder ist es einfach so, dass da, wo die Probleme sind, das ist am besten. Also setze ich mich drauf, lege ich mich drauf, knie ich mich drauf oder wie auch immer. Wo du Probleme ist, zum Beispiel, ist einfach drauflegen, ganz leichter Druck, reicht schon aus. Aber sonst, wie gesagt, wenn man an die Stelle nicht möglich ist, aufzulegen, das ist was Geniales bei Revitaler, egal wo man auflegt, an so eine weiche Körperstelle, dort vor Muskulatur zum Beispiel, sofort beginnt Durchblutung zu funktionieren und dann der ganze Körper, Durchblutung wird in Gang gesetzt. Das dauert ein bisschen länger als direkt auf betroffenen Stelle, aber trotzdem überhaupt kein Problem. Und die nach der Viertelstunde, es ist nicht so, dass das die Viertelstunde wirkt, sondern ich habe nach der Viertelstunde nachträglich 3-4 Stunden intensiv durchblutet. Ja. Und, also man spürt selber das Ganze. Also das heißt nicht nur, dass man von Hören sagen, wenn man das anwendet, 3-4 Stunden lang sagt der ganze Körper, Wärme steigert sich, steigert sich, steigert sich. Das haben wir übrigens festgestellt bei dieser Wärmebildaufnahmen. 10 Minuten sogar gefilmt und dann was passiert, aussteigen und haben weiter gefilmt. Durchblutung war immer mehr, Körperwärme war immer mehr, nach einer Stunde war immer mehr, hat sich bis 2 Stunden, war so starke Steigerung. Ja. Also dann irgendwann haben wir Aufnahme abgebrochen, also weil man sieht sofort, mein Körper irgendwann beginnt immer mehr zu reagieren. Aber letztendlich, das ist genau das Entscheidende. Diese echte Wirkung von Revitaler beginnt dann, wenn man aussteigt. Obwohl vorher schon durch Reflexzonen, durch Akupressur, schon sehr intensiv auch wirkt. Und es reicht, bis ich, wenn ich da täglich diese Viertelstunde mache und wenn ich das dann wiederhole am nächsten Tag und, oder die nächsten paar Tage, bis die Probleme letztendlich also wenn es wirklich ernsthaft der Problem ist, dann lieber so oft, wie es geht, nach Gefühl. Ja. Aber wenn es nicht so ernsthaft der Problem ist, dann sage ich immer konsequent unregelmäßig anwenden. Ja. Konsequent und unregelmäßig. Warum konsequent? Dann immer wieder, aber unregelmäßig. Warum? Weil man immer pünktlich, immer zu selben Zeitpunkt anwendet, Körper gewöhnt sich an diese Wirkung und dann irgendwann Wirkung wird schwächer. Deswegen unregelmäßige Anwendung bringt viel mehr Nutzen als zum Beispiel regelmäßige. Dass ich den Körper dann mal überrasche, erwartet jetzt um 15.15 Uhr sollte es eigentlich kommen. Ja. Aber diesmal nicht, es ist 17.18 Uhr dadurch, angesagt. Genau. Alles klar. Also für Chaoten praktisch perfekt. okay. Hm. Ja, großartig und eine genial einfache, aber wirklich in der doppelten Bedeutung. Es ist eine geniale Lösung, auch eine, die aus genau dem Grund ein Patent bekam und eine einfache Lösung, weil sie im Grunde genommen an der Basis dessen, was der Mensch braucht, nämlich seiner Blutzirkulation und dem zur Verfügung stellen. Also auch jedes Medikament im Grunde genommen wird, wenn ich wirklich mal eins brauche, auf die Art und Weise unterstützt, weil natürlich der Kreislauf ganz anders ist. Genau, dadurch auch Wirkung von Medikamenten ganz anders, viel besser. Weil dann kommt an die Stelle Nährstoffe, kommen, auch diese Ernährung generell wirkt dann ganz anders, viel besser. Und ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass jetzt sogar Fernsehen von sich aus darüber berichtet. Über 60 Mal war schon deutscher Fernsehen. Und was noch passiert ist, zum Beispiel deutsche National-Olympiamannschaft für Turnen zum Beispiel, wenden Revitaler an. Mhm. Und sehr, sehr, sehr glücklich damit. Und die nehmen das dann mit in die Trainings? Oder in Training, in Olympiaspiele und Weltmeisterschaften und sagen, Regeneration geht viel schneller, die sind viel fitter, viel belastbar, brauchen weniger Erwärmung für mehr Wirkung. Also das heißt wirklich genial. Naja, und ich meine, da ist ja auch mal eine Zerrung oder irgendetwas, eine leichtere Sportverletzung angesagt. Auch im Bundes, zum Beispiel Bundesliga für Fußball, jetzt, ohne jetzt Namen von Fußballmannschaften nennen, also wenden Revitaler alle an. Ja.
Okay, ich sage ein herzliches Dankeschön, eine geniale Möglichkeit, wie man sich mit einer einfachen und herrlich, du kannst es mit auf Reisen nehmen, transportablen Geschichte, dir permanent gesundheitlich was Gutes antun kannst. Genau. Herzliches Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite vom Revitaler von Oleg Lohnes ein. Dort weitere Informationen zu, auch das Patent könnt ihr euch anschauen, ihr könnt euch Ergebnisse anschauen und Informationen zu dieser Blutpumpe euch besorgen und sie natürlich auch euch selber. Probiert es einfach mal aus. Unkaputtbar im Prinzip, etwas, was man mit auf Reisen nehmen kann, was man zu Hause anwenden kann. Einfach mal ausprobieren und zu schauen, ob es da vielleicht auf die Art und Weise doch zu einer Reduktion auch von täglichen Medikamenten und einem täglichen Medikamentengebrauch führen könnte. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.